Wo bekomme ich denn nur ein kostenloses Konto her? Als Grenzgänger und als Pensionär im Ausland hast du dir diese Frage schon gestellt oder hast schon mal nach einer Option gesucht? Du hast wahrscheinlich keine Lösung gefunden. Bis zum heutigen Tag. Denn heute zeigen wir dir, wie du ein kostenloses Konto als Grenzgänger bekommst oder als zukünftiger Pensionär. Also du hast in der Schweiz gearbeitet, bist dann ausgewandert in dein Land und möchtest jetzt deine Früchte beziehen, nämlich deine Pension. Und wir zeigen dir, wie du heute ein kostenloses Konto eröffnen kannst. Übrigens für alle Aufenthalte genauso wichtig, denn du bekommst auch ein kostenloses Konto, das ist nichts anderes. Aber der Aufenthalt hat eine größere Auswahl, aber der Grenzgänger und der zukünftige Pensionär hat nie eine Möglichkeit. Heute zeigen wir euch übrigens zwei Optionen, nicht nur eine Option, wie du kostenlos ein Konto eröffnen kannst. Also wenn euch das nicht interessiert, dann weiß ich auch nicht. Bleibt auf jeden Fall dran, jetzt geht's los. Let's go. Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Ich bin froh, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über eine Möglichkeit, zwei Optionen zeigen wir euch heute, nämlich wie du ein Konto kostengünstig eröffnen kannst und zweitens, wie du eine Möglichkeit hast, dein Geld umzutauschen in Euro, wenn du als Grenzgänger arbeitest oder auch Aufenthalte, um Ferien zu machen oder wenn du sogar als Pensionär hier gearbeitet hast, jetzt deine Rente bekommst, in Schweizer Franken natürlich, und du sie natürlich umwechseln möchtest in Euro. Ganz spannende Sachen, denn es hat sich sehr viel getan in der letzten Zeit hier in der Schweiz. Ich habe mal in den letzten Videos gesagt, es ist sehr, sehr schwierig für Grenzgänger, ein Konto in der Schweiz zu öffnen. Sehr, sehr schwierig, nicht unbedingt. Ja. Es gab mal Zeiten, wo eine große Schweizer Zürcher Bank alle Grenzgänger aus dem Pool rausgeworfen hat und nicht mehr Grenzgänger haben wollten. Und du kannst natürlich als Grenzgänger verschiedene Konten finden, aber du wirst wahrscheinlich viel bezahlen müssen pro Monat. Du wirst auch für den Wechselkurs nicht den attraktivsten Wechselkurs bekommen und für den Transfer von deinen Schweizer Franken in Euro oder von deinem Euro in Euro-Konto in Deutschland oder in Österreich wirst du wahrscheinlich auch eine hohe Gebühr zahlen müssen. Das wollen wir alles nicht. Deshalb stellen wir heute dir zwei Möglichkeiten vor. Die allererste Möglichkeit, und zwar ist das ja noch nicht so lang her, Swissquote und die PostFinance haben sich zusammengetan und die U gegründet. Y-U-H. Ich werde euch den Link hier unten reinsetzen. Und das ist ein Konto für Grenzgänger oder für Ausländer, das komplett gratis ist. Ja, du hast richtig gehört. Komplett gratis für Grenzgänger. Das kennen die Grenzgänger heute nicht. Wenn du bei der UBS, Credit Suisse, bei der PostFinance etc. ein Konto eröffnest, hast du sehr hohe Gebühren, denn die Banken, sagen wir mal so, das ist nicht ihre Lieblingszielgruppe, die Grenzgänger. Und deshalb gibt es jetzt diese Lösung mit U-Y-U-H, die dir die Möglichkeit bietet, ein Konto kostenlos zu öffnen. Ja, was brauchst du? Eigentlich deine Adresse im Ausland und dann einen Beweis natürlich mit deiner Rechnung, Telefonrechnung etc., dass du auch tatsächlich im Ausland wohnst und so kannst du eigentlich dein Konto eröffnen. Und das Tolle ist natürlich, dein Arbeitgeber oder deine Pension wird dir das Geld immer nur auf ein Schweizer Konto senden. Nie auf ein Euro-Konto, das gibt es nicht. Immer auf ein Schweizer Konto. Und deshalb bist du verpflichtet, ein Schweizer Konto zu öffnen. Und das ist natürlich mit Kosten verbunden. Wenn man in Deutschland kennt, früher gab es ja immer sehr viele kostenlose Konten. Das hat sich in der Zwischenzeit auch geändert. Aber in der Schweiz gibt es jetzt eine Möglichkeit, mit U ein kostenloses Konto zu öffnen und dir die Möglichkeit zu bieten, dass der Arbeitgeber oder dass dir die Pension auf dieses Konto überwiesen wird. Und dann bist du frei, was du damit machst. Du kannst das Geld dann umtauschen sogar und dann transferieren auf dein Euro-Konto. Also die beste Alternative. Wir machen hier keine Werbung. Wir haben unten den Link von U. Und was wir als einziges bekommen, wir haben keine Kooperation mit denen. Wir wollen euch einfach nur zeigen, dass dieses Konto sensationell ist für alle Grenzgänger. Übrigens für Aufenthalter ist es ein bisschen einfacher, denn als Aufenthalter hast du eine Möglichkeit, auch kostenlose Konten zu finden, in der Schweiz zum Beispiel Neon Bank, die wir sehr promoten, oder es gibt noch ein, zwei, drei Banken, die auch kostenlose Konten anbieten. Also du als Aufenthalter als Einwanderer wirst keine Probleme haben. Aber für die Grenzgänger ist das problematisch, weil das mit Kosten verbunden ist. Aber jetzt gibt es die Lösung. Und wir dürfen eine Zielgruppe nicht vergessen. Alle Leute, die schon mal in der Schweiz gearbeitet haben, jetzt wieder zurückgegangen sind in ihre Länder, zum Beispiel Kroatien, Österreich, Deutschland etc., ja, die sind jetzt vielleicht an einem Alter angekommen, wo sie ihre Pension dann beziehen können. Ja? Und das ist auch eine gute Alternative. Öffne das Konto und
kannst sofort profitieren und das sogar gratis. Wir können euch natürlich nicht versprechen, dass dieses kostenlose Konto bleibt für die Ewigkeit, aber aktuell unser Rat: Schließt eure teuren Konten und öffnet das Konto bei der You. Keine Werbung hier, keine Promotion, das ist nur das Sinnvollste, was man machen sollte, wenn man Geld sparen möchte. Und dann gibt es noch eine zweite Plattform, die wir auch schon promotet haben hier, aber auch ohne Werbung. Ja, wir haben mit diesen Firmen nichts zu tun. Wir haben euch die Firma B-Sharpe vorgestellt. Das ist hier dieser Link, den seht ihr auch hier unten. Und diese Plattform ist zwar keine Bank, aber du kannst deinen Arbeitgeber, also du hast eine IBAN und du kommunizierst diese IBAN dem Arbeitgeber und der überweist dir deinen Lohn auf diese Plattform. Und von dieser Plattform, die wird automatisch deine Schweizer Franken umtauschen in Euro und dir dann diese Euros zuschicken auf dein Eurokonto in Deutschland, Österreich oder in dem Land, wo du dich befindest. Also das ist auch eine super Alternative, denn diese Plattform ist auch kostenlos für dich, für die Umtauschgebühren sehr, sehr attraktive Umrechnungskurse und für den Transfer eine wunderbare Option. Also ist es nicht mehr so, dass man als Grenzgänger wirklich Mühe hat, ein Konto zu finden. Hier habt ihr jetzt zwei Lösungen und immer mit einer IBAN verbunden. Ihr habt immer eine IBAN hinter diesem. Bei der B-Sharpe habt ihr eine IBAN, wo der Arbeitgeber euch das schicken kann, das Geld. Und bei You ist ihr seid Eigentümer dieses Kontos und der Arbeitgeber oder die Altersvorsorge oder die Pension wird dir dann auf dieses Konto überwiesen. Übrigens, das Konto von You ist dann ein Konto bei der Swissquote, eine sehr renommierte Bank mit Banklizenz, abgesichert zu 100.000 Schweizer Franken, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat, dieses Video, dass ihr jetzt zwei Optionen habt. Benutzt bitte die Links, die wir unten reingesetzt haben und ihr werdet natürlich das Beste draus machen, ein kostenloses Konto zu haben. Denn bei You ist das kostenlose Konto sensationell, ist es noch nicht so lange her, aber ist genauso sicher wie eine UBS oder eine Credit Suisse. Also ich freue mich, wenn ihr Kommentare habt oder wenn ihr eine andere Bank habt für Grenzgänger, die auch sehr, sagen wir mal, freundlich für Grenzgänger sind. Dann lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen. Wenn ihr noch weitere Kommentare habt und Infos, dann lasst es uns auch wissen. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann abonniere doch bitte den Kanal. Lasst ein Like da, wenn dir dieses Video gefallen hat. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis bald. Ciao, ciao.